Außerdem haben wir jetzt gleich wieder Edelsteine. Dieses Knochen-Scheiße ist voll unnötig. Nee, feine Essenz. Was bringt denn das? Also bis jetzt habe ich den Sinn noch nicht so ganz heraus erkannt. Wir haben das doch schon benutzt. Das musst du beim Ding, Wenn bei ich dem Rüstung Handwerk. herstelle. Ja, beim Handwerker stellst du damit Sachen her. Das ist die. Bis jetzt, ich habe immer noch hochgeguckt. Ich habe den für extrem viel Gold hochgelevelt und in den meisten Filmen bringt mir das gar nichts. Dieser Handwerker, da kann mir nichts herstellen, wo ich sage, okay, das ziehe ich jetzt auf jeden Fall an. Bei mir ist es oft so, dass es zu arg noch ist. Für Mitch. Ja klar, manchmal sehe ich, das kann ich erst in 6 Level anziehen, aber es ist trotzdem irgendwie gleichwertig von Ja. der DPS-Zahl und so weiter. Das ist echt komisch. Naja gut. Ich gehe mal zum Handwerker und lass mir meinen Kram noch entzaubern. Ah, der kann das gar nicht. Moment. Kann der das auch? Was ist denn das? Soll ich das anziehen? Ja, das ziehe ich jetzt an. Wo ist der Entzauberer? Hier, der Handwerker. Ich stehe schon da. Wow, was habe ich denn hier gefunden? Ey, ich habe hier so eine Schulter gefunden, die hat plus 20 Stärke, plus 27 Intelligenz und plus 29 Vitalität. Das ist ja der Allrounder hier. Der Allrounder. Brauchst du zufällig eine Armschiene, die 35 Rüstung hat und plus 35 Stärke macht? Nee. Okay. So, jetzt habe ich auch wieder zwei Diamonds gefunden. Und den Kram. Vergabe. Ich habe jetzt gerade mal zwei Edelsteinchen. Ja, ich habe auch nur zwei gefunden jetzt bei dieser Session. Aber das macht nichts, das reicht jetzt aus, damit ich mir so einen zweiten Gurkenstein. Ich frage mich, was das ist. Seite eines Lehrwerks, durch das Juwelenschmieden sich üben und eine höhere Meisterschaft ihrer Kunst erreichen können. Ne, ich hebe mir die zwei auf. Ich will den höchsten Stein haben. Ich will nicht jedes Mal den mittleren reinsockeln. Deswegen mache ich das jetzt wieder in die Truhe rein und kann man lilane umpolieren auf rote? Geht wahrscheinlich nicht, Nee, ne? das geht nicht. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Aber ich sehe gerade, ich habe hier noch einen gelben. Ich kann dann den gelben schon mal auf Hochglanz bringen. The Yellow Man. Ich habe noch drei blaue Waffen in der Truhe gehabt. Vielleicht bringt das auch noch mal was. Ich tue jetzt auch gerade entzaubern. Ja, also Steinchen bekommt man da ja nicht. Ah, das gibt immer dieses Mehl. Ja, Mehl und Zähne. Zähne, jawohl, makelloser Topaz. Zack. Ah, der bringt ordentlich was. Okay, weg damit. So, ich werde wieder soweit. Sind Sie auch dabei? Eine Sache muss ich nur kurz. Hier, fehlerhafter Topaz und lidierter Scheißhaufen. So. Nee, dir der Kothaufen. Dann gehen wir mal wieder back. Findet die zweite Ebene der Bastionstiefen. Hier ist es, hier ist die zweite Ebene. Ich werde auf sie warten. Und hier ist auch direkt ein kleines Portal. Das ist gut. Sind Sie bereit? Okay, lass reingehen. Wow! Dicke Qualle. Bollwerk-Dämon. Ach du Scheiße. Okay, neues Wissen. Jo. Normalerweise hört man Bollwerk-Dämonen zuerst, bevor man sie sieht. Diese langsamen und schwerfälligen Ungetüme bewegen sich auf allen Vieren fort, stampfen dabei mit ihren riesigen Fäusten auf den Boden. Viele Belagerungen wurden von ihren wuchtigen Schlägen durchbrochen. Und ihren Zorn sind unzählige Menschen zum Opfer gefallen. Ich bete dafür, dass unsere Welt ihresgleichen nie wieder sehen wird. Boah, die fliegen ja richtig weg, die Kleinen. Die platzen dann auch, oder wie? Nicht alle. Also die sind jetzt gerade geplatzt, aber normalerweise platzen sie nicht, auch bei dieser fetten Attacke. Ja. Ich brauche mehr Zeit. Der Bollwerksack, der sich verstecken will. Der platzt immer, der Bollwerk-Dödel.
Zack, 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 zack. Bam, 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 bam. Oh nein, sie kommen. Hast du hier gerade Feuer gemacht? Rennst du oder ist das... Naja, das hat nichts mit mir zu tun. Achso. Erdbeben hat bei mir ziemlich langes Cooldown. Also wenn ich es einmal gewirkt habe, dann kannst du die nächsten 2 Minuten damit rechnen, dass ich es nicht mehr machen kann. Okay. Dann mache die das Feuer, du die Schweine. Ach, und ich bleib die ganze Zeit drin stehen. Ich bin echt ein Held. Oh mein Gott. Nicht genug. Weißt du, ich wundere mich, warum der eine so viel Schaden macht. Dann ist er tot und ich wundere mich, warum er immer noch Schaden macht. Ich brauche mich nicht wundern, wenn ich sterbe. Boah, ich hab einen Truhe aufgemacht, dann kamen irgendwelche Krieger vom Himmel gefallen, von der Decke. Ich bin schwer verletzt. Unmöglich. Was ist los? Ach, Scheiße. Da ist schon wieder so eine Qualle. Boah, ich kicke auch gerade richtig hart auf die Nüsse. Hardcore, Dude! Ich fühle mich wieder wohl. Junge! Ich hab mich gestackt. Scheiße, der kann einen mit der Zunge wieder anziehen. Oh Gott, Herz, 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 Herz. Oh. Hast du es aufgehoben? Ja. Der hat mich nichts bekommen, ich bin zu weit weg, glaube ich. Bleib noch Herz. Ja, Gott sei Dank. Ich hab so viel gebracht hier, mein Erdbeben-Attack. Ich renne die ganze Zeit weg und ich schlage. Ja, das ist geil, das Wegrennen. Das bringt's, hier ist auch ein Herzchen, ja. Ja, 2 Herzchen, oh. Die Herzen bringen es wirklich. Ja, das ist so die letzte Rettung. Eine gezackte Klinge wird aufgehoben. Hier ist wieder so eine dicke Schweinebacke. Boah, wie er auf mich draufkloppt. Behindert. Und behindert, Junge, Junge. Da liegt ein Herz rum da hinten. Ich fühle mich gestärkt. Zack. Oh, da war ein cooler Helm gelegen. Schau ich mir später mal an. Schnee! Oh, guck mal, von hellen Feuer zu Schnee. Das ist aber wieder ein krasser Übergang. Oh, guck mal, direkt für die 2 Brothers. So ein Übergang. Okay, geh du rechts, ich links. Oh Gott. Oh shit, das ist viele. Okay, sterbt ihr kleinen Himmel, sterbt, sterbt, sterbt. Guck mal, diese riesigen Räder sind cool aus. Ja. Was zermalmen die denn da? Was treiben die an? Von was werden die angetrieben? Etwa von Steam Machines? Das geht noch nicht. Zack, zack. Neuer Rekord, pulverisiert, 3 Monster mit. Ah, ich konnte es nicht leben. Oh no. Ich bin geheilt. Du hast dann einen Weltrekord aufgestellt. Nicht mal der Admin von Diablo hat es hinbekommen, einen solchen Wert zu programmieren. den sie gerade geschossen haben. den sie gerade geschossen. Sie schießen mit einer Axt. Der. Hilfe. Oh. Die sind blau, da musst du ein bisschen aufpassen. Und die, da wo die, ne, diese Dinger sind, ballern die auch hin. So ein bisschen creepy, tricky, freaky. Get freaky! Bam, bam. So. Ach, hier ist wieder so ein Seelenreißer. Die sind nichts zu unterschätzen. Gold, Gold, Gold. Oh, hier ist sogar eine Truhe. Wie, das war, da unten geht's weiter. Ich dachte, ich dachte, da hier geht's jetzt weiter, so der Scheiß. Hey, in dem kleinen Kämmerchen sind aber echt viele drin. Handwerker. Ja, auf jeden Fall. Oh, das ist eine Sackgasse. Ja, deswegen sag ich ja, Kämmerchen. Achso, ich dachte, du meinst jetzt zum schmalen Weg, aber das ist ja tatsächlich einfach nur eine Kammer. Kamen alle da raus, 30 Leute, was haben die da drin gemacht? Ich habe einfach auf uns gewartet. Ja. Ich nichts mache, nur putzen. Na, nicht mit uns.
Wir erkennen die Dämonenschweinepriester, wenn wir welche sehen. Tja, die Frage ist, wo müssen wir lang? Wahrscheinlich hier oben rum, irgendwo. Ja. Seelenreißer. Ah, ich habe ein Steinchen gefunden, einen legierten Topaz. Kiste, stirb, Kiste. Oh, hier ist ein blauer, Vorsicht. Yo. Was machen die denn hier schon wieder? Das sind wieder so Zündler, die hier alles anzünden. Ich brauche Hilfe. Hey, ich kann zwei Geschütze herbeizaubern. Auf Ammo. Das ist ja cool. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich will auch Level abkommen. Komm schon, komm schon. Ja, 27. Es geht ja richtig fast hier. Boah, hier liegt ein fetter Hammer. Ich glaube, hier muss ich mal zurückporten. Ich bleibe zeichbar. Wie sieht's bei dir aus? Zurückporten? Ich schau mal kurz in die Taschen rein. Ich seh gerade, wir kommen jetzt eh wieder zurück zum Hauptgang. Beziehungsweise zum Startgang. Ja, ich bin relativ voll. Ich würde sagen, wir porten uns zurück und dann beenden wir auch die Aufnahmesession. Okay. Wir haben hier schön Level abgemacht. Ah, zweite. Gebockt. So, dann verkaufen wir noch unseren Kram. Haben wir eigentlich irgendwelche Diamanten, Bindegurt, Gürtel, hochwertiger Streitkolben. Ich habe hier einen Streitkolben für den Barbar. 28 Schaden, Zweihand, 2 bis 3 Kälteschaden, ist aber nichts, ne? Nee. Herstellen. 80 wert. So, Handwerker. So, Amigo. Jetzt wird verzaubert. Hexen, Scheiße, brauchen wir nicht. Zaubererkrams, auch Hexen nicht. Köcher. Oh, 27, ne, bringt uns auch nichts. Alles weg. Beine? Brauche ich nicht. Beine? Ne, komm, Fuß brauche ich auch nicht. Fußes. I don't need any Fußes. Ich bringe jetzt noch meinen Kram hier schön weg. Hier ist mein ledierter Topaz. Die Topaz hatte ich vorhin auch. Die sind total behindert. Ich brauche keine Topaz, ey. Ich muss zugeben, diese normalen Sachen, die keine Farbe haben, ne, die sind einfach nur grau sind, die schaue ich mir dann nicht mal mehr an, irgendwie. Ja, klar, das bin ich. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Nichts mehr. Glaube ich nicht, dass das ein Fehler ist. So. Also ich hätte jetzt meinen Kram verkauft. Ich bin auch soweit. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal für diese Folge und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao. Ciao.